Alex, wenn wir das zweite Buch davon nehmen, die mächtige Schmelzerei, das ist nämlich das Hauptteil von Tinkers Construct, braucht man nämlich hier, wie ihr seht, wartet, hier, man braucht hier Sand und Gravel. Das ist sehr, und, oh, wir brauchen sogar hier, Clay, und das ist sehr schwer in Sky zu bekommen. Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft Sky Modpack. Mit dabei ist heute mal der Gianni 60. Moin. Und ja, nach der ersten Aufnahme hat sich schon ziemlich viel verändert, weil wir halt ein bisschen Offstream gespielt haben. Wir haben jetzt einen, also wir können jetzt nicht mehr runterfallen, da wir jetzt diese Platten hier haben als Schutz, dass wir nicht runterfallen. Ich habe ein richtiges Getreidefeld auf meinem Grundstück, hier die Treppe nach oben, sind ein paar Oak Barretts von Ex Nihilo. Wasser kommt da rein, indem es regnet, und dann kann man das mit einem Eimer rausnehmen, und hier, wenn man hier Saplings reintut, bekommt man hier Dirt, und Dirt ist sehr wichtig. Das klingt sehr komisch, weil Dirt ist eigentlich das wertloseste in Minecraft, aber in Minecraft Sky braucht man das sehr wohl. Ich habe mir überlegt, ich fange mit zwei Mods an. Nämlich habe ich hier schon mal einen Werkzeugstation gebaut, und ihr seht schon in Blau, dass da Tinkers Construct steht. Und Tinkers Construct, das ist einer der Mods, die ich schon bevor ich dieses Modpack hier gespielt habe, kannte. Und hier habe ich schon alle Tinkers Construct Bücher freigeschaltet. Und wir brauchen, wartet, wenn wir das zweite Buch davon nehmen, die mächtige Schmelzerei, das ist nämlich das Hauptteil von Tinkers Construct, braucht man nämlich hier, wie ihr seht, wartet, hier, man braucht hier Sand und Gravel. Das ist sehr, und, oh, wir brauchen sogar hier, Clay, und das ist sehr schwer in Sky zu bekommen. In der normalen Welt müsste man einfach nur zu einem See gehen und das dann einfach abbauen. Aber hier in Minecraft Sky ist das schon ziemlich schwer. Aber ich möchte dieses Smeltery bauen. Das ist mein erstes richtiges Ziel, was ich hier in dem Projekt schaffen will. Und ja, Johnny, was machst du so gerade? Ich habe mich zwar eben ganz hoch gebaut, ich kann auch nicht mehr sprinten, also ich habe mich ganz hoch gebaut und habe jetzt ganze Zeit Cobblestone sozusagen durchgehauen, dass ich jetzt Gravel habe, und mit diesem Gravel kann ich Compressed Gravel machen, was ich dann auch hier durchsieben kann. Ich mache das mal beispielsweise hier kurz vor. Wo ist das? Hier seht ihr Compressed Gravel. Wenn man das hier durchsiebt, könnte man halt richtig geile Items bekommen. Darunter auch Lapis Lazuli, Kohle, Flint. Und wie man hier in der Kiste sieht, bekommt man auch sehr viel. Also 2 Diamanten, 3 Emeralds und so weiter und so fort. Und hier, das hat der Z-Bekannte aber gebaut, so ein riesiges Haus mit richtig vielen Crafting-Tables. Wenn man hier hochgeht, sind hier 3 Betten, wo wir dann alle immer zusammen schlafen. Und Johnny, was passiert eigentlich, wenn man mit dem allerersten Baum aus keine Zapling bekommt? Ja, man kann das Mod-Projekt direkt beenden, weil ohne Zaplings kann man einfach das Mod-Projekt nicht weiterspielen. Weil die Zaplings ist eigentlich die Grundvorsorgung, sag ich mal so, für den Rest. Weil mit den Zaplings fängt auch alles erst an, mit der Erde und so weiter. Danach später noch andere Sachen. Und ja, wir haben ja auch eigentlich damit alles angefangen, und ja, wir hatten auch am Anfang sehr viel Glück mit den Zaplings. Nämlich, ich habe jetzt zwar einen Holz Compressed Hammer. Aber ich will mir jetzt, weil Johnny hat mir, das ist ziemlich nett von ihm, Daumen hoch an ihn, er hat damit 32 Cobblestone gegeben. Und sogar das ist einfach ultra, ultra wertvoll in diesem Projekt. Also es ist echt verrückt, aber ja, jetzt kommen alle Stonehammers rein, okay, das mache ich so, zack, zack. Und da hätten wir den Compressed Stone Hammer. Der macht ganze 6 Attack Damage. Das ist so stark wie ein Eisenschwert. Verrückt. Aber wie gesagt, ist Ex Nihilo. Lol. Und wie kriegt man Cobblestone? Cobblestone beim Generator. Und wir haben hier auch Terminal Expansion drin. Das kennt ihr vielleicht aus Minecraft Dreamtime. Und der Johnny, wie bekommt man jetzt Clay?
Clay, dafür musst du das machen. Also halt den Sand noch mal, ja, den Sand halt noch mal einmal mit den Hammer abbauen. Hab Und das schon dann fast. kommst du hier hin, dann tust du den das da rein. Nein, da rein, wo das, ja. Und dann noch mal. Geil. Ja, dann nehmen. Jetzt, ach so, okay, dann hätten wir jetzt Clay. Und Leute, das ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte irgendwie gedacht, das ist sehr viel schwerer. Auf jeden Fall, Leute, wenn wir das alles zusammencraften, bekommen wir Mörtel raus. Und wenn wir das in den Ofen legen, darf ich euren Ofen kurz benutzen? Ja klar, den da hinten am besten, da ist noch Kohle. Ja, wenn wir hier das reinlegen, dann kriegen wir diese Bricks raus, diese schwarzen Bricks, und daraus können wir dann diese Maschinen für die große, nee, ach so, die Ziegel bekommen wir erst raus. Und da müssen wir erstmal Ziegelblöcke machen und halt ein paar Maschinen, und dann ist die Smeltery schon vollzählig. Kann ich da vielleicht ein Wasser oder kannst du kurz Wasser in diese Dings da tun, weil ich möchte nochmal kurz zweimal das. Ja, das ist halt ein Problem jetzt, weil ich müsste dann jetzt einen Eimer machen. Egal, ich mache jetzt einfach noch einen Eimer, dann müsste ich halt doch wieder ein bisschen Das wäre bauen. mega nice von dir, weil dann komme ich nämlich sehr voran. Aber wo ist denn eigentlich dein anderer Eimer, den Jojo? Ja, der ist dann damit gestorben. Alter, der ist damit gestorben. Ja. Okay. Auf jeden Fall hätten wir jetzt wieder Ton und das bauen. Oh fuck, ich werde es immer mit diesem Teil abbauen. Die Haltbarkeit von diesen Hammer ist jetzt ziemlich niedrig, aber ich scheiße jetzt mal drauf. Okay, dann würde ich sagen, setze ich noch mal ein paar Steine. Ich brauche jetzt einfach mal alle auf, damit wir die Smeltery ganz groß bauen können, ohne Probleme. Was Also, ist ein Grout? Grout. Ja. Dieses schwarze Ziegel. Ja. Das brauche ich für die Smeltery. Grout. Wie macht man das? Sand und Clay. Und Gravel. Ah. Oh, Und ich bin. was? Okay, dürfte ich ja noch mal fragen, was musst du dann mit diesen schwarzen Dinger machen? Ich muss, habe ich ja erklärt, ich muss dann diese Maschinen bauen. Wenn du add Tinkers Construct eingibst, dann kommen diese Maschinen eigentlich. Also sie sind so schwarz. Ach, da. Siehst du diese schwarzen Maschinen? Da unten, ja. Ja. Das ist das. Lol, das hast du ja beinahe. Das ist ja ganz einfach. Ich weiß, aber ja, nicht wirklich. Jetzt habe ich fast einen Stack von den Cobblestone verschwendet. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich mache das dann noch offscreen fertig, bis ich dann auch die alle Zutaten für die Smeltery habe. Und dann würde ich sagen, wenn euch die heutige Folge von Minecraft Sky Modpack gefallen hat, dann würde ich mich für eine positive Bewertung freuen. Haut rein und ciao! Tschüss. That's it, Brian.